war doch ein schöner Abend, oder? Jo. Ich meine, gut, jetzt haben wir natürlich auch nicht über die Bundestagswahl gesprochen, ne? Wie fandst du das Wahlergebnis? Ich finde, es ist eigentlich genug über Parteien und Programme geredet worden. Die Personalien sind doch viel interessanter, oder, Anni? Wem sagst du das? Ich freue mich schon so dermaßen darauf, das neue Kabinett auswendig zu lernen. Vor allen Dingen auf einen freue ich mich total. Wir haben jetzt total viel Glamour. Ne? Wir haben jetzt richtig Glamour im Bundestag hier. Christian Lindner, hm? The new fragrance by FDP. Sag mal, Anni, du bist doch politische Kabarettistin. Weißt du, ob der Gutenberg noch mit seiner Frau zusammen ist? Ja, klar. Die hat doch jetzt so einen flotten, frechen Kurzhaarschnitt. Wow, du bist ja top informiert. Als politische Kabarettistin muss ich das sein. Aber ist ja völlig klar, dass ich die Gala und die Bunte natürlich abonniert habe. Beim Friseur lese ich immer die InTouch quer. Ich meine, so relevante Themen, wer mit wem zusammen ist, und das darf mir doch nicht entgehen. Ja, stimmt. Was ist denn nun eigentlich besser? Ein langer oder ein dicker Schwanz? Kommt jetzt natürlich drauf an, ne? Meinst du jetzt nur so zum Vögeln oder so als Messlatte für den beruflichen Erfolg? Messlatte, der ist gut. Wegen Latte, ne? Weißt du, wegen Latte, genau. Habe ich extra gemacht, bin ja Kabarettistin. Hör mal, schlagfertig. Tja. Und das ganz ohne Schwanz. Mit wäre natürlich schon schöner. Du meinst, um nicht immer nur Gefickter, sondern auch mal Ficker zu sein? Ja, sicher. Ich meine, als Schwanzträger ist ein völlig anderes Leben, oder? Da spürst du immer, was du hast. Du weißt, wer du bist. Kannst deinen Namen in den Schnee pinkeln. Ja, du hast quasi immer einen Stift dabei. Immer Tinte auf dem Füller. Da entgeht ja kein Vertrag. Boah, Anni, das stimmt. So habe ich das noch nie gesehen. Ist ja ein total krasser Perspektivwechsel. Naja, bin ich jetzt natürlich nur drauf gekommen, weil du das mit den Schwänzen und dem Ficken angesprochen hast. Drauf gekommen? Der ist gut. Weißt du, wegen kommen? Ich sag's ja, ich schüttel's aus dem Handgelenk. Sag mal, Anni, darf ich dich mal was fragen? Wir sind ja unter uns, klar. Würdest du mit mir auch über Masturbation reden? Hä? Ja, wieso denn nicht? Ja, ich meine jetzt nicht privat, ich meine hier, also auf der Bühne, also öffentlich, also absichtlich, also bewusst, also als Thema. Ja, natürlich. Und Menstruation wäre auch okay? Intimrasur, Scheidentrockenheit, Anusbleichen? Ja, ich meine, hör mal, Anusbleichen? Ärsche rede ich doch eh gern drüber. Hallo, politisches Kabarett? Okay, und du würdest auch, ich sag mal, Muschi oder Pussy sagen? Ich würde auch Fotze sagen, wenn es dem Thema dient. Boah. Das finde ich total mutig von dir. Was soll ich sagen? Ich nehme meinen Job halt ernst. Kabarett. Frauenkabarett. Frauenkabarett, ja, das ist doch auch total wichtig, dass man mit so einem weiblichen Humor so ein quasi männlich besetztes Thema wie Sex kapert. Ja, und sich dann auch noch einer zutiefst männlichen Ausdrucksweise bedient und damit quasi sowas wie fast so einen chauvinistischen Standpunkt einnimmt, aber als Frau, noch dazu als Kabarettistin, das ist nicht nur politisch, das ist sogar richtig frech. Und witzig obendrein. Und feministisch. Das ist total feministisch. Wer Ficken sagt, hat auch Eier. Ja, ja, natürlich. Ja, weißt du, und dann hören die Jungs auch mal zu. Die finden es doch geil, wenn eine Frau dreckiges Zeug sagt. Bingo, ganz genau. Die Leute ändern doch erst was, wenn sie selber was spüren. Und wenn du, ich meine, da kannst du dir das ganze Gelaber, das Pseudogelaber von Gleichstellung, kannst du dir sparen, wenn du immer nur so einen staubtrockenen Hirnfeminismus predigst, der den Leuten dann irgendwie zu den Ohren... Hast du gerade Gleichstellung gesagt? Der ist gut wegen Stellung, verstehst du? Geil, das meine ich. So, du musst die Leute unterhalten, ne? Auch oder gerade, wenn es um Aufklärung geht. Aufklärung ist gut. Wegen Aufklärung. Sex Aufklärung.
das meine ich, ne? Du musst einfach, das ist, darum geht's. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Text? Die Szene ist doch total neu. Hast du meinen Text dabei? Nee, deinen Text habe ich auch nicht dabei. So, aber genau darum geht's. Und während ich den Text hole, sage ich dir auch genau, was ich meine. Anni, pass auf. So, Aufklärung ist gut. Ist blöd, wenn man selber die Nummern schreibt, ne? Mir hast du weniger Text gegeben. Ja, das ist das Problem. So, jetzt aber, was ich sagen wollte, weil das ist Nummern jetzt... Schreiben, nee, Moment, das ist jetzt echt ein... Komm jetzt, ja, wir wollten ja über was Ernstes sprechen, weil, was ich echt cool finde, das ganze Thema Sex, ne? Das ist eine wunderbare Bezugsebene, auf die sich irgendwo alle einigen können, ne? Und insofern ist es nicht nur legitim, es ist sogar notwendig, es ist zielführend, gerade als Frau mehr über Sex zu reden. Ne? Ganz nebenbei macht das sogar sexy. Und was meinen Sie, wie viele Leute in dein Kabarett kommen, wenn du sexy bist und über Sex redest? Ja, ich rede jetzt nicht von dem Karriereaspekt und davon, dass sich damit wahnsinnig viel Kohle machen lässt. Da wird man immer völlig falsch verstanden. Wobei, so bei oberflächlicher Betrachtungsweise könnte das schon so aussehen, als würde man eigentlich nur den Mainstream bedienen und damit genau das System befördern, was man eigentlich bekämpfen will. Ja, ja, genau, bei oberflächlichem Hinsehen. Ne? Aber das ist ja totaler Blödsinn, das wäre ja dann das Gegenteil von Feminismus. Ne? Und es geht ja gar nicht um diesen abstrakten Kram wie die kapitalistische Logik, die zwangsläufig patriarchale Strukturen generiert. Das ist Bullshit. Es geht darum, dass ich als Frau einfach auch mal ficken sagen darf. Ficken, 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 ficken. Das ist wirkliche, gelebte Emanzipation. Mann, das muss doch vor allem geil sein. Wenn es geil ist, dann ist es geil. Es muss geil sein. Verdammt, begreift das denn keiner? Ich glaube, ich habe das wirklich jetzt erst begriffen. Jetzt, es muss geil sein, jetzt, wo du es so mutig ausgesprochen hast, habe ich erst begriffen, wie wichtig das ist, was wir hier machen. Frauenkabarett. Ich meine, wer doch will, dass Männer nicht mehr über Frauen stehen, der muss halt über Ständer sprechen. Ständer, verstehst du, wegen Stehen und so. Komm, das ist echt geil. Aber kennst du eigentlich den? Was macht eine Frau morgens mit ihrem Arsch? Schmiert ihm zwei Brote und schickt ihn zur Arbeit. Genau. Hör mal, es war doch mal ein geiler Abend, oder? Sehr geil. Geiler Abend. Anni Hartmann! Christine Briot! Danke an Ton und Technik und so weiter. Dankeschön.